Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur ZIB2. Jetzt überlegt auch die EU die Einführung einer Corona-Ampel. Rote Zone, doch wegen der steigenden Infektionszahlen wäre halb Europa derzeit rot, darunter auch Österreich. Ist das sinnvoll? Schwarzer Mann, die Opposition und der Koalitionspartner wollen, dass Wolfgang Sobotka den Vorsitz im Ibiza-Urschuss abgibt. Bisher weigert er sich. Heute ist der ÖVP-Nationalratspräsident live im Studio. Blaues Fiasko. Wie soll es in der FPÖ nach dem historischen Wiener Wahldebakel, das noch schlimmer werden dürfte als bisher bekannt, nun weitergehen? In Österreich wurden von gestern auf heute fast 22.000 Corona-Tests durchgeführt und knapp über 1.000 positive Ergebnisse registriert. Im Wochenschnitt sind das 1.072 Neuinfektionen pro Tag. Die Zahl der Corona-Patienten im Spital ist seit gestern um 50 gestiegen, jene der Intensivpatienten um 10, der stärkste Anstieg seit längerem. Und es wurden auch 6 neue Todesfälle gemeldet. In ganz Europa steigen die Corona-Fallzahlen. Deshalb hat die EU-Kommissionspräsidentin heute ein europaweites Warnsystem angekündigt. Eine EU-Corona-Ampel, allerdings wie bei einer richtigen Ampel mit nur 3 Farben. Nach den Kriterien, die bisher bekannt sind, wäre aber, soweit man das schon sagen kann, derzeit kein einziges Land in Europa grün. Deutschland, Italien oder Skandinavien wären orange. Und halb Europa von Spanien bis Polen wäre rot, inklusive Österreich. Das ist über, wie gesagt, nur eine vorläufige Visualisierung der ORF-Grafik auf Basis der derzeit bekannten Informationen aus Brüssel. Mehr von dort weiß jetzt Peter Fritz. Es wird viel improvisiert in Zeiten wie diesen, etwa hier an der Grenze zwischen Tschechien und Bayern, wo zum Grenzübertritt für Pendler jetzt der Corona-Schnelltest dazugehört. Jeder Staat hat seine eigenen Regeln, wenn es um den Umgang mit der Krise geht. Das macht den Verkehr über Grenzen zum Problemfall. Wege zur Abhilfe? Aus dem EU-Kommissionsgebäude heraus klingt das ganz einfach. Alle Regionen in der Europäischen Union werden je nach Risiko eingeordnet. Rot, orange oder grün. Nach diesen Farben wird man sich auf einer gemeinsamen Karte für die ganze Europäische Union orientieren können. Mit der neuen europäischen Corona-Karte ist es so eine Sache. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sie schon angekündigt, hier für die Reopen-EU-Seite, die sich derzeit aufbaut, aber mit der Bemerkung, dass die neue Karte erst in Kürze verfügbar sein wird. Wenn man etwas anderes probiert, wenn man auf die Website der Europäischen Seuchenbehörde geht, dann bekommt man hier eine Karte serviert, auf der es nicht mehr nur grün, orange und rot gibt, sondern auch schon dunkelrot und das für einen ziemlich großen Teil Europas. Die Wirklichkeit ist hier dem EU-Beschluss schon sehr stark voraus. Die neue Karte wird nach anderen Kriterien erstellt werden. Ganz exakt vergleichbar ist alles derzeit noch nicht. Aber Unzufriedene hat es heute auch beim EU-Ministerbeschluss zur Ampel in Luxemburg gegeben, zum Beispiel beim Gastgeber selbst. Testen, testen, testen. Wir machen das. Wir testen im Large-Scale-Testing gratis. Wir testen auch asymptomatische Fälle, um die positiven Fälle dann isolieren zu können. Und wir werden dann dafür bestraft. Wir wollen eine bessere Koordinierung. Das setzt voraus, dass man Kriterien hat, auf die man sich einigt, um zu einer Einschätzung zu kommen. Aber was wir auch wollen, ist zum Beispiel gleiche Quarantänezeiten und man sollte unbedingt dem Testen vor einer Quarantäne den Vorrang geben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist erst der Einstieg. Wir haben auch festgestellt, dass wir noch weiter vorangehen müssen. Da spricht der deutsche Vorsitzende der heutigen Runde ein großes Wort gelassen aus. Ein Anfang ist gemacht, mehr noch nicht. Und damit zur Innenpolitik. Noch nie war der Vorsitzende eines Untersuchungsausschusses im Parlament so umstritten wie ÖVP-Nationalratspräsident Sobotka im Ibiza-Urschuss. Die Opposition verlangt seit Monaten Sobotkas Rückzug wegen seiner vielfältigen Kontakte zum Glücksspielkonzern Novomatic, der ein zentrales Untersuchungsthema im Ausschuss ist. Sobotka wurde auch schon als Auskunftsperson geladen und die SPÖ und die Neos haben ihn jetzt sogar angezeigt, weil sie ihm eine Falschaussage vorwerfen. Es geht um die Unterstützung von Novomatic für das Alois-Mock-Institut, das Sobotka gegründet hat. Im April soll er ein zweites Mal aussagen. Sobotka weist alle Vorwürfe zurück und sieht sich nicht befangen. Darüber spreche ich gleich mit ihm. Zuvor Patti Kruska mit dem Neuesten.
Der Vorsitz von Wolfgang Sobotka im Ibiza-Untersuchungsausschuss ist bereits umstritten. Da hat der Ausschuss noch gar nicht richtig getagt. FPÖ, SPÖ und NEOS sind von Anfang an gegen Wolfgang Sobotka als Vorsitzenden. Zu eng seien seine Verflechtungen mit dem Glücksspielkonzern Novomatic, der eine tragende Rolle im Ausschuss spielt. Jetzt, knapp 5 Monate später, sieht man sich bei den Parteien mehr als nur bestätigt. Er macht das, was er offensichtlich von seiner Partei aus auch gebeten wurde zu tun. Und zwar, er stört natürlich auch die Vernehmungen immer wieder, vor allem dann, wenn es gerade bei Proponenten aus dem ÖVP-Universum zu harten Befragungen kommt, dann unterbricht er die Sitzung immer wieder, er unterbricht die Frageflüsse. Also all das, er führt eigentlich sehr parteiisch den Vorsitz und das hat eigentlich im Untersuchungsausschuss aus unserer Sicht nichts verloren. Es hat sich für uns bewiesen, dass er hier völlig ungeeignet ist, den Vorsitz zu führen. Nicht nur aufgrund seiner persönlichen Naheverhältnisse zu Personen, die im Untersuchungsausschuss im Fokus stehen, sondern auch aufgrund der nun immer öfter bekannt werdenden Zahlungen von Seiten Romatik an unterschiedlichste Organisationen, in denen er prominent tätig ist. Selbst die Grünen fordern mittlerweile den Rückzug Sobotkas. Doch was werfen die Parteien dem Parlamentspräsidenten genau vor? Immer wieder finden sich in den U-Ausschussakten Verbindungen zwischen Novomatic und Wolfgang Sobotka, vor allem was das Alois Mock-Institut betrifft, bei dem Sobotka der Präsident ist. Das ÖVP-nahe Mock-Institut soll laut Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in den Jahren 2013 bis 2019 knapp 109.000 Euro von Novomatic erhalten haben. Teils wurden Inserate im Alois Mock-Institut geschalten, teils wurde Miete oder Catering bei Veranstaltungen des Mock-Instituts von Novomatic übernommen. Im September muss Sobotka dann selbst als Auskunftsperson im Urschuss aussagen, ein viel kritisierter Wechsel vom Vorsitzsessel auf die Auskunftsbank und wieder zurück. Im Ausschuss selbst hat Sobotka nur die 15.000 Euro von Novomatic für Inserate zugegeben. Die restlichen 84.000 Euro würden nicht in den Untersuchungszeitraum des Urschusses fallen, verteidigt sich Sobotka später. Die NEOS wollen nun einen Weg gefunden haben, wie Sobotka zum Rücktritt gedrängt werden kann, mit Hilfe der Urschussverfahrensordnung. Nach der Verfahrensordnung ist es so, dass eine Auskunftsperson in Abwesenheit zukünftiger Auskunftspersonen zu befragen ist. Das heißt, eine Auskunftsperson darf nicht im Untersuchungsausschussraum sein, solange sie nicht selbst befragt wurde. Demnach dürfte auch Wolfgang Sobotka jetzt nicht mehr den Untersuchungsraum betreten, bis er selber befragt wird. Das Kuriose, noch im Sommer hat die ÖVP mit dem gleichen Paragraphen versucht, die Ladung von Sobotka als Auskunftsperson zu verhindern. Und ich begrüße den Nationalratspräsidenten jetzt live bei mir im Studio. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Schönen guten Abend. Herr Präsident, beginnen wir gleich beim letzten Punkt. Sie sind am 8. April wieder als Auskunftsperson geladen und es heißt tatsächlich in § 37 der Verfahrensordnung wörtlich, die Auskunftspersonen sind in Abwesenheit der später zu hörenden Auskunftspersonen zu befragen. Das heißt, sie dürfen bis April im Ausschuss nicht zuhören, während andere Zeugen befragt werden. Wie wollen Sie da den Vorsitz führen? Das stimmt so nicht, weil es geht um den Tag, wo man befragt wird, dass man nicht den Vorgänger hört, weil Sie haben ja den Live-Ticker beim Standard, Sie haben das Protokoll der Aussagen im Internet. Das heißt, Sie wissen alles, was bis dorthin ist. Das stimmt schauen auch am Sie, Tag. Seit, das stimmt auch seit, am Tag. Das was stimmt, Sie, was Tag Sie, ist, was steht da, nirgendwo seit, in der Verfahrensordnung. Seit deutlich, Sie haben es ja gesagt, bevor der Ausschuss begonnen hat, hat man ein Bashing gemacht, hat es den Chaos-Ausschuss ausgerufen, Unterstellungen, Halbwahrheiten, Anzeigen, all das spielt die Opposition. Gegen das kann ich nichts machen. Was ich machen kann und ich machen muss, ich muss das Gesetz einhalten. Das Gesetz sieht vor, dass hier der Parlamentspräsident, der Nationalratspräsident, der Vorsitzende ist. Und dieser Aufgabe stelle ich aber mich. Aber das stimmt doch gar nicht. Aber Herr Präsident, das stimmt. Irren Sie leider. Aber das stimmt, da irre ich nicht. Das werden wir auch gleich besprechen, weil es gab ja vor kurzem auch einen anderen Untersuchungsausschuss, nämlich den BVT-Untersuchungsausschuss. Ja. Und da haben Sie den Vorsitz von sich aus zurückgelegt, weil Sie ehemaliger Innenminister sind. Und Sie haben das damals so begründet, weil mir eine saubere Optik sehr wichtig ist. Warum jetzt nicht? Das hat ganz andere Gründe. Beim BVD-Ausschuss war ich selbst Innenminister in allen Formen, letzten Endes auch in irgendeiner Form involviert. Darf ich Ihnen vielleicht vorlesen, was ist der Untersuchungsgegenstand? Der Untersuchungsgegenstand ist die Absprache, das Gewähren von Vorteilen in der Vollziehung des Bundes durch Mitglieder der Bundesregierung, der Staatssekretär und der leitende Beamten. Bin ich Mitglied der Bundesregierung gewesen, leitender Beamte oder Staatssekretär? Es ist absurd. Es
ist nichts anderes, als man seit Jahr und Tag versucht, einen unangenehmen Vorsitzenden, der auch auf die Einhaltung der Frageordnung genau mit dem Verfahrensrichter schaut, wegzubekommen. Und das wird nicht möglich sein. Aber jetzt machen Sie sich ein bisschen einfach, Herr Präsident. Es geht in diesem Ibiza-Urteil. Einfach würde ich es mir dann machen, wenn ich zurücktreten würde. Das wäre einfach. Weiß ich nicht genau. Es geht in diesem Ausschuss ganz zentral um Novomatic. Novomatic zahlt alle. Dieser berühmte Satz aus dem Video, um den geht es ja ganz wesentlich im Ausschuss. Ihr ehemaliger Pressesprecher war bis vor kurzem Pressechef von Novomatic und engster Berater des Vorstandschefs. Eine ehemalige Mitarbeiterin von Ihnen ist mit dem Novomatic-Aufsichtsratschef verheiratet und mit dem Eigentümer verwandt. Das Mock-Institut, dessen Präsident Sie sind, wird seit vielen Jahren von Novomatic gesponsert und kooperiert mit ihm. Ihr Amateurorchester wird von Novomatic gesponsert. Der ÖAB Niederösterreich, wo Sie Vorsitzender Obmann sind, wird ebenfalls von Novomatic gesponsert. Viel befangener können Sie doch gar nicht mehr sein. Schauen Sie. Erstens einmal, haben Sie gewusst, wann der Grumpel mein Pressesprecher war? 1999. Ja, weiß ich. Also das ist also noch eine Befangenheit. Aber Pressesprecher war er bis vor wenigen Monaten. Es gibt keine Befangenheit eines Parlamentariers. Das ist nämlich der große Unterschied zum Gericht. Das Gericht, darf ich das kurz erläutern, dass die Zuseher das auch vielleicht verstehen. Das Gericht entscheidet über Strafe, trifft ein Urteil oder Freispruch. Und es hat Rechtsfolgen. Der Untersuchungsausschuss untersucht eine politische Verantwortlichkeit, wo letzten Endes Berichte der Parteien und des Vorsitzenden mit dem Verfahrensrichter an den Nationalrat gekommen ist. Ja, und die treffen das Urteil oder die machen ihren Schluss daraus. Das ist kein Gericht. Aber ein Abgeordneter kann nicht befangen sein. Und ich sage es Ihnen ja gleich. Aber Herr Sobotka, wissen Sie warum? Es geht nicht, ich könnte Sie jeden laden. Ich könnte alle diese Leute laden. Und dann wäre niemand mehr möglich, in den Untersuchungsausschuss zu fragen. Sie alleine können gar niemanden laden. Grotesk. Ja, Sie alleine können gar niemanden laden. Und es geht ja nicht um Sie als Parlamentarier. Sie sind ja nicht ein Mitglied des Ausschusses. Sie sind der Vorsitzende, der unter anderem zum Beispiel beurteilt, ob eine Auskunft und eine Antwort der Frage entspricht und zulässig ist. Die anderen Parteien werfen Ihnen vor, total parteiisch zu agieren und werfen Ihnen eben vor, Sie machen das, weil Sie befangen seien. Das ist interessant. Ich habe noch keinen einzigen Beschluss. Haben Sie es auch nachgeprüft? Ohne den Verfahrensrichter getroffen. Dann stellen Sie dem Verfahrensrichter sogar diese Parteilichkeit und unterstellen Sie ihm. Schauen Sie, das ist ja das perfide Spiel. Hier ist eine Opfer-Täter-Umkehr. Und man versucht ganz einfach, einen wegzubringen. Ein Mobbing im klassischen Sinn. Man akzeptiert nicht das Gesetz. Man macht bei jedem Untersuchungsausschuss ein irres Szenario. Und dann sagt man, der ist untragbar. Aber Herr Sobotka, alles, was Sie jetzt sagen, hätte im BVD-Untersuchungsausschuss auch gestimmt. Trotzdem haben Sie dort von sich aus verzichtet, weil Sie zugegeben haben, dass die Optik nicht sauber ist. Ja, warum? Weil ich dort wirklich Innenminister gewesen bin. Ich bin im Untersuchungsgegenstand. Ich habe schon versucht zu erläutern. Man kann natürlich Wahrheiten nicht zur Kenntnis nehmen. Aber Sie haben schon viele Kontakte mit Novomatic, oder? Und das ist zur Novomatic ein Wort. Novomatic ist eine Firma in Niederösterreich mit 3.600 Arbeitsplätzen, ein Unternehmen, dass der größte Sportsponsor ist, glaube ich, größter Kultursponsor, größter auch Sponsor in sozialen Angelegenheiten, von Licht ins Dunkel bis Hilfe zu Hause. Also wirklich ein Unternehmen mit sozialer Verantwortung. Und mit dem hat das Alois-Mock-Institut Kooperationen im Untersuchungszeitraum zwischen 2017, am 19. Dezember und im Dezember 2019 gemacht. Die liegen alle auf, die sind einwandfrei und da ist diese Summe von 14.700, da ist die Gewerbesteuer dazugezählt, auch ganz klar deklariert. Aber das ist doch auch verkürzt, Herr Sobotka. Ja, Sie haben verkürzt. Insgesamt in diesen 3 Jahren von Novomatic über 40.000 Euro bekommen. Nein. In Form von Inseraten, in Form von Miete, in Form von Catering. Ich würde sagen, ich habe eine Aufstellung hier. Die ist leider falsch. Von wem nein, haben die Aufstellung, Aufstellung stammt aus der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Nein, die habe ich nämlich gesehen im Akt. Die ist leider nicht dieselbe. Nein, ist natürlich nicht dieselbe. Sie arbeiten von der auch ORF mit denselben gemacht. Aber Herr Sobotka, Sie arbeiten mit denselben Methoden wie die letzten Endes, wie die Opposition. Ich kann Ihnen eines sagen. Wir sind Kooperationspartner. Da hat ein Partner einen Part und der andere den anderen. Und jeder finanziert den für sich. Das Alois-Mock-Institut hat die Referenten besorgt, hat den Moderator besorgt, hat die Vor- und die Nachbereitung besorgt. Die Novomatic hat gesagt, wir wollen das Thema gemeinsam mitsuchen, wir begrüßen, wir stellen das Catering zur Verfügung und wir machen auch den Raum. Und das ist die Partnerschaft.
diese Partnerschaft? Wir haben nie, Sie können, wir haben ein Rechtsgutachten vom Herrn Universitätsprofessor Zehetner, dass in diesen Jahren nicht mehr an Inseratenleistungen wie die 14.700 geflossen sind. Das, was Sie sagen, das ist die Eigenbuchung in der Novomatik, dass Sie in Ihrer internen Buchhaltung aufgreift, na klar, müssen Sie Ihre Miete im Novomatic-Zentrum natürlich auch verbuchen. Ja, eine Sachleistung an Ihren Verein. Nein, nicht. Natürlich. Normalerweise müssten Sie Miete bezahlen. Entschuldigung, ist ein Kooperationspartner. Warum finde ich den nicht auf der Homepage Ihres Instituts? Wir haben einen Kooperationsvertrag. Aber nirgendwo steht das, Kooperationspartner. Ich habe die Homepage Ihres Instituts offen. Ich kann Ihnen den Kooperationsvertrag zeigen, wenn es in der Homepage nicht steht, macht nichts. Es ist dort ganz klar und auch vom Rechtlichen. Und noch dazu, es kommt jetzt noch etwas dazu. Wir unterliegen nicht dem Parteiengesetz. Auch wenn die alles zahlen würden, wäre das alles korrekt. Ja, aber die Frage ist ja, warum? Da sehen Sie die Unterstellungen, die permanent. Aber wir möchten das ja gerne aufklären, Herr Präsident. Das wäre gut. Die Frage ist ja, warum das Novomatic macht und warum eine Novomatic letztlich in irgendeiner Form irgendwie Sie mit 100.000 Euro in ein paar Jahren unterstützt. Und jetzt haben Sie zigfach gesagt in den letzten Wochen, das Alois Mock-Institut sei kein parteinaher Verein. Jetzt bei allem Respekt, aber ich habe mir heute sehr ausführlich Ihre Homepage angeschaut und Ihren Vorstand. Präsident sind Sie, ÖVP, oder? Ist ja, unbestreitbar. Der Obmann ist ein ÖVP-Landtagskandidat und ein ehemaliger Bürochef von Ihnen. Weiter sitzen im Vorstand die Landesgeschäftsführerin des ÖAB Niederösterreich, die Finanzreferentin des ÖAB Niederösterreich, eine Referentin der ÖVP Niederösterreich, ein ÖVP-Wien-Kandidat, der ehemalige Stadtparteiobmann von Krems und der niederösterreichische Landesamtsdirektor. Und das ist nicht parteinah? Also der Landesamtsdirektor sitzt nicht drinnen. Aber auf der Homepage steht er schon, der Herr Obernaus drauf. Der Landesamtsdirektor, sondern ist der Direktor des ÖVP-Clubs, beziehungsweise Direktor, Entschuldigung, des Landtagspräsidiums. Landesamtsdirektor ist jemand anderer. Aber ich denke, eines muss klargestellt sein. Das Alois Mock ist ein Think Tank, ein bürgerlicher Think Tank, der sich Themenstellung was Alois Mocks annimmt, die über die Perioden hinausgehen. Aber das stimmt doch auch nicht. Jetzt, Herr Sobotka, ein Think Tank ist Sagen das immer wieder, aber es stimmt nicht. Ein Think Tank ist eine Institution, die Wissenschaftler beschäftigt und Forschung betreibt. Ja. Sie beschäftigen keinen einzigen Wissenschaftler. Ja, schauen Sie, wir haben zwei doch vorwissenschaftliche Arbeiten geliefert. Wir sind ein das junger Think Tank. Wir haben, na, das würde ich nicht so sagen, aber Arbeit, ja, ich glaube, dass ich, egal ob das jetzt um das Arbeiten geht, ob es um die Europäische Union geht, wir haben publiziert, wir haben eine ganze Reihe von Veranstaltungen gemacht, Trends 2030, alles auf der Homepage ablesbar. Wir sind ein kleiner Verein, ist gar keine Frage. Der kann sich noch nicht alles leisten. Ich würde auch so wie Momentum gerne 9 Leute beschäftigen, die mir bezahlt werden. Ich habe das nicht. Ich muss mich frei finanzieren in dieser Situation. Und ich glaube, das Alois Mock-Institut hat bewiesen, dass es ein Think Tank, ein unabhängiger Think Tank ist, auch wenn natürlich ein bürgerlicher. Ja, was ist dagegen einzuwenden, wenn Menschen, die in einer Partei sind, auch andere Dinge unternehmen? Da werden viele Vereine, ich bin bei vielen Vereinen ein Mitglied, obsolet. Also das kann es ja wohl nicht sein. Gut, wenn Sie ein Think Tank wären, dann müssten Sie irgendwas Wissenschaftliches publizieren. Das haben Sie bis jetzt nicht gemacht. Ja. Es gibt ein Buch. Ich reiche es Ihnen nach. Nein, ich habe alle Ihre Publikationen heute angeschaut. Also es gibt ein Buch und es gibt diesen viermal im Jahr erscheinenden Report. Heuer ist erst zweimal erschienen. Der hat 8 Seiten. Da drin kostet der Inserat 5.000 Euro pro Seite. Jeder, der schon mal ein Inserat für eine Vereinszeitung verkauft hat, weiß, dass das geradezu absurd ist, 5.000 Euro dafür zu verlangen. Warum, glauben Sie, bezahlen Firmen das? Was untersuchen wir im Untersuchungsausschuss? Das, was da drinnen steht? Ibiza? Die Folgen von Ibiza? Oder untersuchen wir einen Untersuchungsausschuss Alois Mock-Institut? Es ist doch alles absurd. Aber Sie befragen mich ja zu dem Thema. Ich befrage Sie zu Ihrer Rolle. Mich nicht zu Ibiza. Ich habe die Rolle vielmals dargelegt. Schauen Sie, ich habe ja gar keine andere Wahl, als dem Gesetz zu folgen. Und ich bin auf die Verfassung vereidigt. Was wollen Sie? Aber das hatten wir schon. Sie hatten beim gleichen Gesetz. Das ist ja ganz klar. Sie haben beim gleichen Gesetz schon einmal auf den Vorsitz verzichtet. Das ist nichts anderes. Sie müssen zum Schluss kommen, langsam. Es fordern jetzt alle anderen Parteien ihren Rückzug als Vorsitzender, selbst der Koalitionspartner Werner Kogler hat es hier im Studio Ihnen schon nahegelegt. Und zig Kommentatoren schreiben das auch nur ein Beispiel. Die kleine Zeitung, wahrlich kein linkes Kampfblatt, schreibt wörtlich, mit seiner Weigerung, zumindest temporär die Leitung abzugeben, hat sich der Nationalratspräsident in eine Doppelrolle manövriert, die weder für ihn persönlich gut ist, noch für die Ämter, die er ausübt. Diesmal sind nicht Steherqualitäten gefragt, die Sie zweifellos haben, sondern Klugheit. Das beeindruckt Sie nicht? Schauen Sie, es wäre leicht, sich zurückzuziehen und einen Rückzieher zu machen. Es wäre auf der einen Seite Eingeständnis, da ist ja typisch,
Man schmiert so lange jemanden an mit Unwahrheiten, mit Halbwahrheiten, mit Lügen, mit Anklagen, bis er klein beigibt und sagt, ich tue mir das nicht an. Im Sinne der Verfassung möchte ich das Amt auch zu Ende führen. Denn wenn jeden Tag beim Untersuchungsausschuss eine Inszenierung stattfindet, wenn die Vereinigten Oppositionsparteien das Gesetz negieren, das ist nicht mein Demokratieverständnis. Mein Demokratieverständnis ist, die Auskunftspersonen ordnungsgemäß zu befragen. Ich habe eine Verfahrensrichterin, die leider zurückgelegt hat, gefragt, bei keinem Gericht wird mit den Auskunftspersonen von manchen Personen so umgegangen wie hier. Ich glaube, hier ist es an der Zeit, dass man aus diesem Chaos wieder eine Struktur zusammenbringt, die auch diesem Ausschuss würdig ist, und zwar untersucht, was der Fall ist. Monatelang hat man das Video gefordert, jetzt ist es da, kein Thema. Jetzt sucht man eine nächste Sache. Fällt Ihnen das nicht auf, dass man permanent, zuerst ist es um die Räume gegangen, dann ist es um Termine gegangen, dann ist es um die Ladungslisten gegangen. Es wurde jedes Thema herausgenommen. Wenn man zuerst diese Vorspanne angefangen hat, dann versteht jeder, es geht um die politische Show. Das ist traurig, weil der Ausschuss kostet monatlich 100.000 Euro, Millionen, die den Steuerzahler auch verpflichten dazu, darauf zu sehen, dass auch was rauskommt. Ich habe den Eurofighter-Ausschuss geführt und der war trotz Bilds ein hervorragender Ausschuss. Nur seine Epigonen, den Sinnen machen mir die Schuhe zu groß. Herr Präsident, danke für den Besuch im Studio. Gerne. Und wir wechseln damit das Thema und kommen zu den Folgen der Wiener Wahl. Es gibt noch immer kein offizielles Wahlergebnis, weil in einem Bezirk in Donaustadt noch nicht alle Wahlkarten ausgezählt sind. Nach den Bezirksergebnissen, die bisher bekannt sind, dürften im Endergebnis die ÖVP aber doch auf über 20% und die Grünen auf knapp 15% zulegen. Die SPÖ dürfte letztlich bei gut 41% landen und die FPÖ hinter den Neos bei etwa 7%. Aber offiziell wird das alles erst entweder noch heute Nacht oder morgen früh. In jedem Fall wird es aber das schlechteste Wiener Wahlergebnis für die Freiheitlichen seit 1983 und für die bisher stärkste FPÖ-Landesgruppe das schwächste Ergebnis bundesweit. Nach diesem Schock muss die Partei nun entscheiden, wie es weitergeht, inhaltlich und personell. Regina Böll und Stefanie Leerdolter berichten. Noch am Wahlabend, angesichts des FPÖ-Debakels, sagt der Bundesparteichef, es solle keine personellen Konsequenzen geben, gemeint in Wien. Und es hätte ja auch noch schlimmer kommen können. Es geht nicht um Personen, es geht darum, dass eine Partei glaubwürdig ist. Und Dominik Knepp ist sehr glaubwürdig. Aber sitzt Hofer selbst noch fest im Sattel? In den Landesparteien will man, zumindest offiziell, bisher keine Obmann-Debatte führen. Und der Generalsekretär will, dass das auch so bleibt. Das Faktum ist, es gibt zurzeit keine einzige Personaldiskussion, egal auf welcher Ebene, bei uns in der Freiheitlichen Partei. Es gibt aber Forderungen nach einer inhaltlichen Neuausrichtung aus mehreren Bundesländern. Wir müssten aber in der Außenwahrnehmung noch ein bisschen breiter werden. Das schaffen wir aber jetzt möglich besser, weil wir hatten ja nur ein Thema und das war HC Strache in dem vergangenen Jahr. Ja, wer die Heimat liebt, der liebt auch die Umwelt. Wir leben von der Umwelt, gerade im Tourismus und in der Wirtschaft, und dann soll man auch drauf schauen, aber mit Maß und Ziel, nicht so wie andere Parteien das haben wollen. Und da hätten wir natürlich auch Konzepte und die sollten wir vermehrt nach außen tragen. Welchen Kurs und welchen Weg geht diese Freiheitliche Partei in der Zukunft? Und da werden alte Modelle nicht mehr funktionieren. Die 90er Jahre und die frühen 2000er Jahre sind vorbei. Das, was ich mir wünsche, ist aber ein seriöserer Umgang mit manchen Themen und eine klare Positionierung in vielen Fragen. Was genau er sich wünscht, lässt Heimbuchner, der auch einer der Stellvertreter Hofers im Bund ist, offen. Er selbst will nicht an die Spitze der Bundespartei, genauso wie der Welser Bürgermeister. Ich schließe es aus, nach Wien zu gehen. Ich habe das schon mehrmals gesagt. Wir haben eine gewählte Bundesparteiführung und das Ergebnis der Wien-Wahl ist Wiener Verhältnissen geschuldet und nicht der Bundesparteiführung. Zum einen muss man sagen, ich bin schon sehr, sehr lange in dieser Partei und ich bin in dem Amt, in dem ich jetzt bin, als Bürgermeister der Stadt Wels, sehr ausgefüllt und sehr zufrieden. Ich stehe aber Norbert Hofer jederzeit zur Verfügung, das weiß er auch. Ich unterstütze ihn, ich stärke ihm den Rücken, so gut es geht. Einfach zur Tagesordnung übergehen könne man aber nicht. Nächste Woche tagt das FPÖ-Präsidium. Da wird man sich auch im Detail mit der Frage auseinandersetzen, warum die einst starke Nummer 2 in Wien diesmal so viel bei entscheidenden Wählergruppen verloren hat. Blickt man auf die Bildungsabschlüsse, zeigt sich, 2015 haben noch 44% der Menschen mit Lehrabschluss FPÖ gewählt. Diesmal waren es nur noch 13%.
Nach Berufsgruppen haben damals mehr als die Hälfte der Arbeiter und Arbeiterinnen blau gewählt. Heuer war es ein Viertel. Und bei den Altersgruppen haben von den Menschen ab 60 2015 35% die FPÖ gewählt, an diesem Sonntag nur ein Fünftel davon, nämlich 7%. Wenn man streitet, dann holt man den Wähler nicht hervor im Rahmen einer Mobilisierung. Das haben wir definitiv gespürt. Der Aufruf des FPÖ-Generalsekretärs also, nicht über Personen debattieren, sondern verlorene Wählerinnen und Wähler zurückholen. Und vor wenigen Minuten hat der Wiener FPÖ-Landesparteivorstand dem Landesobmann Dominik Knepp einstimmig das Vertrauen ausgesprochen, wie es in einer Aussendung heißt. Es wurde aber gleichzeitig auch eine breit aufgestellte Reformgruppe eingesetzt, die die FPÖ als moderne, heimatverbundene Wien-Partei positionieren sollte. Und wir haben jetzt noch weitere wichtige Meldungen vom Tag für Sie. Nach der Wien-Wahl werden die Briefwahlstimmen noch ausgezählt. Wegen des Rekords an ausgegebenen Wahlkarten und der strengen Corona-Sicherheitsmaßnahmen ist laut Wahlbehörde erst morgen mit einem Endergebnis zu rechnen. Die Neos wollen das Corona-Management in Ischgl in einer dringlichen Anfrage an Gesundheitsminister Anschober behandeln. SPÖ und FPÖ denken an einen U-Ausschuss. Die Ischgl-Kommission hat ja Vorwürfe gegen Anschober und den Bundeskanzler erhoben. Laut Kanzler Kurz wären alle Entscheidungen zwischen Gesundheitsbehörden und Regierung abgestimmt gewesen. Im Buwok-Prozess fordern die Staatsanwälte in ihren Schlussplädoyers Schuldsprüche in den Kausen Buwok und Terminal Tower Linz. Die Angeklagten Grasser, Maischberger, Hochecker und Plech hätten demnach in die eigene Tasche gewirtschaftet. Die Republik Österreich fordert inklusive Zinsen 16 Millionen Euro zurück. Morgen ist Grassers Verteidigung am Wort. In den USA hat die Kandidatin für das oberste Gericht, Amy Coney Barrett, bei der Anhörung im Senat zentrale Streitfragen unbeantwortet gelassen. Ihre Haltung zur Abtreibung oder gleichgeschlechtlicher Ehe wollte die konservative Juristin nicht offenlegen. Angesichts drastisch steigender Infektionszahlen verkündet der niederländische Ministerpräsident Rutte einen Teil-Lockdown. Lokale werden geschlossen, zu Hause darf man nur noch 3 Gäste pro Tag empfangen. Bus und Bahn sollen nur noch in dringenden Fällen genutzt werden. Zudem gilt Maskenpflicht für alle öffentlichen Räume. Und weil wir schon etwas über der Zeit sind, jetzt nur noch ein schneller Blick aufs Wetter. Ein Tief zieht langsam über die Slowakei in Richtung Polen weiter. Bei uns geht es daher entlang und nördlich der Donau mit Regen und mit kaltem Wind weiter. Im Westen und Süden unseres Landes kommt wenigstens zeitweise die Sonne heraus morgen. Auf 6 bis 10 Grad steigen die Temperaturen, im Süden bis 14, im Südosten bis 16. Am kühlen Donnerstag wird es von Italien her zunehmend trüb und nass. Am kühlen Freitag bleiben die Wolken dicht und es regnet gelegentlich. Nur im Süden beruhigt sich das Wetter. Mit diesen herbstlichen Aussichten verabschieden wir uns von allen, die via Dreiser zugeschaut haben. Danke für Interesse, einen schönen Abend noch aus Wien. Bei uns in OF2 widmet sich kreuz und quer jetzt dem Thema Sterbehilfe. Der Verfassungsgerichtshof prüft ja gerade die Frage, ob in Österreich aktive Sterbehilfe und die Mitwirkung am Suizid in Zukunft gesetzlich erlaubt werden sollen. Es gibt ein Recht auf Leben, aber gibt es auch ein Recht auf den eigenen Tod? Mehr dazu jetzt in Kreuz und Quer, die nächsten aktuellen Nachrichten bringt die ZIB nach. Dort zu Gast ist heute Verbraucherschutzobmann Peter Kolber zum Ischgl-Bericht von gestern. Die ZIB Nacht beginnt um 1:01 in ORF 1. Inzwischen von uns allen hier noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen, bis morgen.